Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 17. April 2018? Ab heute verändere ich die Tageshoroskopen, auch die Name wird verändert. Der Inhalt bleibt wie gehabt, aber in Zukunft werde ich jeden Tag mehr über den Mondeinfluss sprechen. Die Mondenergie, wie wirkt es auf uns, auf unserem Alltag, welche Rituale können Sie machen? Weil das ist nicht nur die Vollmondritualen und Neumondritualen, sondern wir können jeden Tag Rituale machen, Mondrituale. Und astrologisch beschreibe ich das ganz genau, welchen Tag für welchem Ritual eignet sich. Auch die Düfte, welche Düfte passen und die Halbedelsteine. Weil es ist auch möglich, die Halbedelsteine mit Mondenergie aufladen. Und das werde ich jeden Tag berichten, welcher Halbedelstein zu welchem Thema passt und welchen Tag eignet sich dafür, die Steine aufzuladen, damit diese Mondenergie auch wie ein Amulett zum Beispiel wirkt. Also das kommt noch dazu und dafür, da werde ich natürlich zusätzliche Informationen geben. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und steht in Verbindung zum Uranus. Das heißt, die beiden wirken zusammen. Die Sonne gibt die Klarheit, die Orientierung. Wir öffnen unsere Augen, wir sehen etwas klar und deutlich. Was sehen wir? Die Veränderungen, die Umbrüche oder kommt ein unerwartetes Ereignis, wird für uns sichtbar sein und dafür sorgt die Uranus-Energie. Bei vielen Menschen bedeutet das auch ein Neuanfang, alles passiert in Tierkreiszeichen wieder und das symbolisiert auch Neuanfang. Die beiden bekommen einen Einfluss von Vertex. Vertex ist die Andromeda-Nebel und hier ist ein Knotenpunkt. Hier treffen viele Sterne zusammen und das ist ein Knotenpunkt im Himmel und das wirkt auf unserem Leben, so wie heute, gerade bei Sonnenbewegung oder die Scheinbewegung, die Sonne und Uranus-Einfluss, dass wir stehen gerade in einem Knotenpunkt, in einem Wendepunkt in unserem Leben. Das heißt, bei vielen, vielen Menschen ist gerade wichtige Entscheidungen, ein Neuanfang, Neuorientierung, ein Wechsel. Also es geht eine andere Richtung. Das kann beruflich sein, das kann in die Liebe sein, das kann auch ein Umzug sein. Das heißt, wir stehen gerade in diesem Wendepunkt in unserem Leben. Diese Vertex gibt es auch im Horoskop und das ist die versteckte, geheimnisvolle Aszendent, die Aszendent der Seele. Und wenn Sie da Interesse haben, natürlich kann ich das auch berechnen, welche versteckte Aszendent, die Geburtshoroskop im Verborgenen liegt und was sagt es aus. Also das ist der Sonneneinfluss. Neumond ist vorbei, hat die zunehmende Mondphase begonnen. Die zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, etwas starten, was vermehren soll, was zunehmen soll. Und jetzt schauen wir die Mondhäuser an. Welche Einflüsse hat die heutige Mondenergie? Oder wie können wir die heutige Mondbewegung vorteilhaft nutzen? Für welches Ritual eignet sich die Mondenergie, diese Kraft? Wir sollen diese Kraft auch in unserem Leben, diese Naturkräfte auch nutzen. Die heutigen Tag
eignet sich dafür, unseren Ideen, unserem Vorhaben in Tat umsetzen. Wir können etwas starten, was vermehren soll. Zum Beispiel die Finanzen zu verbessern. Das eignet sich auch sehr gut, die Stierenergie, Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier, hat einen Einfluss auf Besitz, hat einen Einfluss auf die Finanzen. Diese heutige Mondenergie eignet sich dafür, auf eine Reise zu gehen, auch Geselligkeit, auch aktiv zu werden und natürlich für Wachstum. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht der Planet Venus. Venus ist die Liebesplanet, also diese Mondenergie im Stier eignet sich dafür, auch die Liebesenergie zu aktivieren. Und dazu ist sehr gut die Rosenquarz. Ich habe auch hier diese Rosenquarz-Anhänger und Sie können das auch als Amulett tragen. Wir sollten diese Halbedelstein aufladen mit Mondenergie. Und die heutige Mondenergie eignet sich dafür, diese Halbedelstein-Rosenquarz aufladen und das wirkt auf die Liebe, weil das öffnet den Herz. Wie soll das funktionieren? Diese Halbedelstein, ob das jetzt ein Anhänger ist oder ein loser Stern, ein Halbedelstein-Rosenquarz, mit fließendem Wasser abspülen, also reinigen oder vorher im Wasser legen. Man sollte diesen Stein erstmal reinigen. Und dann können wir die Mondenergie nutzen, die Stein aufladen. Bei jedem Tierkreiszeichen haben wir andere Themen. Also wir sollen auf die Mondbewegung achten, welchen Tag, welchen Halbedelstein, mit welcher Energie wir aufladen. Die heutige Mondbewegung ist gut für Wachstum, auch für finanziellen Wachstum natürlich, auch Gewinn zu machen und hilft bei Handeln. Das ist auch die heutige Mondbewegung. Alles, was wir vorhaben oder vorgehabt haben, umsetzen im Tat, etwas Neues beginnen. Aber es ist eine ganz starke Liebesenergie. Und vor allem Venus, die Liebesplanet, bewegt sich auch gerade in Tierkreiszeichen Stier. Und hier fühlt sich Venus sehr gut, sehr wohl, weil das ist ihr eigenes Zuhause. Hier fühlt sich Venus pudelwohl. Das heißt, es gibt keine störende Energie auf dem Venus-Einfluss. Kommt auch vom Mars auch eine sehr schöne Verbindung und Mond vermittelt das alles. Also heute ist eine harmonische Liebesenergie. Heute eignet sich gut, die Mondenergie Halbedelsteine aufzuladen, zum Herzöffnung für die Liebe, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und dazu empfehle ich den Rosenquarz. Rosenquarz ist der Stein der Liebe und steht in Verbindung zum Amor. Amor ist der Sohn von Mars und Venus und bringt das Glück, auch das Liebesglück, bringt die Liebe für die Menschen, vermittelt die Liebe und öffnet den Herz. Und auch schützt, dass wir das Herz schließen, also auch ein Schutzstein, damit das Herz nicht verschlossen bleibt oder sich schließt, sondern sorgt für die Herzöffnung. Und dazu können wir heute energetisch diesem Halbedelstein, diesen Rosenquarz mit Mondeinfluss, mit diesem Liebesenergie, was die Mond gerade vermittelt, diese Amulett aufladen. Und dann können wir das
tragen. Ich empfehle noch dazu Düfte. Dazu eignet sich gut die Duft der Rose natürlich. Und es gibt auch Ölen. Das befindet sich auch in meinem Shop www.denderasusannamedici.com. Da sind auch verschiedene Düfte und Ölen. Und Sie können auch mit diesem Öl die Liebe natürlich mit einem Kosmetikpinsel diese Amulett auch noch bepinseln. Aber ich würde raten, erstmal mit diesem Mondenergie erstmal aufladen. Das heißt, erstmal das Stein reinigen mit fließendem Wasser oder es ist auch möglich im Wasser einlegen für kurze Zeit und dann abends, wenn der Mond sichtbar ist, entweder im Fenster oder nach draußen diesen Stein nach draußen legen, damit die Mondenergie wirksam ist. Und so kann man diesen Halbedelstein energetisch aufladen. Und die heutige Mondenergie eignet sich für Herzöffnung, eignet sich für Neuanfang, eignet sich für eine Versöhnung, eignet sich ganz gut für die liebe Partnerschaft, dass da Romantik kommt oder Offenheit. Das verbindet die Liebe und dazu ist dieser Mond-Einfluss, diese Mondbewegung sehr gut geeignet. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage. Aber zurück noch die Mond-Einfluss, diese Mondenergie. Also für die Rosenquarz habe ich gesagt, das ist zum Wunscherfüllung für die Liebe und für Herzöffnung und auch die Sehnsüchtwünsche verstärkt. Und besonders wirksam ist bei Stiergeborenen, auch bei Wagengeborenen, bei Zwillingsgeborenen, bei Fischengeborenen und bei Schützengeborenen. Diese Tierkreiszeichen haben einen Bezug zum Rosenquarz. Mond bekommt einen Einfluss von Almach. Diesem Stern Almach befindet sich im Sternbild Andromeda und bedeutet Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen. Natürlich vorausgesetzt ist die Ängste loslassen. Menkar bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Es geht etwas zu Verlust. Das kann natürlich auch die Ängste oder etwas loslassen. Alles, was unpassend ist, davon zum Trennen. Und Capulus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Und es ist nichts anderes als der Schwert der Perseus. Abschneiden mit diesem Schwert diese belastenden Ereignisse, Erinnerungen oder Ängste. Das besser zu verstehen, Andromeda, Almach von Andromeda, Menkar von Walfisch und Capulus von Perseus, erzähle ich die Geschichte dazu. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen hat es überhaupt nicht gefallen und sie haben beschwert bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres, nichts anderes als der Planet Neptun. Poseidon wurde zornig und schickte die Walfisch zum Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Die Walfisch ging oder schwimmte im Königreich und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt, und kam zum eigenen Ideen. Und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. In die Nähe war Medusa, die furchterregende. Diese Medusa hatte Haare aus Schlangen. Und jede, der Medusa erblickt hat, verwandelte wie ein Stein. Natürlich, wenn wir Angst haben, fühlen wir uns wie ein Stein, unbeweglich.
oder die Angst liegt vor uns und das sind die Stolpersteine in unserem Leben. So ging es auch Andromeda. Sie hatte Angst gehabt, war unbeweglich, war wie gefesselt in diesem Felsen. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert, tötete Medusa und befreite Andromeda. Die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich auch verliebt. Wie soll das sonst sein? Und diese Geschichte erzählt uns, wir sollen von unserer Angst befreien, so wie Perseus, wie ein Schnitt schnell möglichst von Angst befreien, angstfrei leben, weil das ist die Wirklichkeit, die sind die Stolpersteine in unserem Leben. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Für die Wiedergeborenen bedeutet, dass die Wunsch wahrgenommen werden, für Anerkennung oder Klarheit zu bekommen und etwas ins Licht zu bringen. Die Gespräche nehmen zu. Es gibt unerwartete Ereignisse. Die Augen öffnen sich. Wir sehen mehr Klarheit. Haben wir die Orientierung und auch diesen Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg und die Stiergeborenen werden auch wahrgenommen. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Wichtiges Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft. Hat auch einen wunderschönen Einfluss von Mars. Und es ist auch die Verbindung zwischen Mars und Venus. Und nicht vergessen Amor oder Eros. Eros ist die griechische Name, Amor ist die römische Name. Das ist die Sohn von Mars und Venus und bringt die Liebe für die Menschen. Und diese Halbedelstein Rosenquarz ist ein Symbol für die Liebe, auch steht in Verbindung zum Amor. Also die heutige Venus-Energie hier im Stier und auch die Mond-Energie natürlich hilft gerade, diese Rituale zu machen, diese Liebesrituale, Herzöffnung und stärkt natürlich die Liebesenergie und es ist eine sehr schöne harmonische Verbindung alles. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema, die Finanzen, aber auch die Werte und Wertschätzung. Die heutige Mondbewegung eignet sich dafür gut investieren. Merkur ist auch direktläufig, also es ist gut auch einen Vertrag unterschreiben. Also Geschäfte machen, einen Vertrag unterschreiben, um die Finanzen kümmern und im Handeln und die heutige Mondeinfluss, was unserem Tag beeinflusst auch, ist gut für Handeln und auch gut Gewinne zu machen. Und das ist ein großer Vorteil auch für die Zwillingsgeborenen gerade. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, die Familie, die eigene Zuhause, auch die Liebe, Partnerschaft. Sie sollen aber darauf achten, dass ein Gespräch, eine Nachricht unangenehm sein kann und ist auch wichtig, in Kraft zu bleiben. Wenn die Krebsgeborenen so viel vorhaben, mal hier, mal dort, dann verlieren sie die Kraft, es wird zu viel stressig. Und natürlich fühlen sie dann müde, erschöpft und kraftlos. Die Krebsgeborenen brauchen auch die Ruhe und diesen Rückzug. Und das hilft auch wieder, in Kraft zu bleiben. Also das Abwiegen, wo sollten sie aktiv sein, wo vielleicht mal Nein sagen oder verschieben, weil sie brauchen auch sehr viel Ruhe. Und dabei hilft der Rückzug auch das eigene Zuhause. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch karmische Themen. Diese Liebesenergie, natürlich die Mond, hilft uns alle. Also es hilft auch für Herzöffnung, diese Rituale machen mit Halbedelsteinen. Die Mondenergie damit aufladen, das hilft auch bei den Löwengeborenen. Aber es ist nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt für die Liebe. Ein bisschen Geduld noch, bis sich das für die Löwengeborenen etwas verbessert.
und durch diese karmische Knoten, was gerade hier bei Tierkreiszeichen Löwe bewegt, die Aufgabe, die karmische Aufgabe. Es ist gut möglich, dass bei vielen Löwengeborenen gerade eine Lernaufgabe da ist, das etwas ordnen oder eine Selbstfindung, die Aufgabe zu finden. Wo die Löwengeborenen mehr Glück haben, das sind die Finanzen und die Gespräche, die Termine, die Kontakte, die Gespräche, die Verträge, die Finanzen, das Handeln und die Berufung. Das ist eine fließende und schöne Energie und da haben die Löwengeborenen das Glück, etwas da in die Richtung verbessern, verändern. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen wirkt diese Liebesenergie sehr schön, sehr gut. Sehr schöne Mondenergie, auch Venus unterstützt gut die Jungfrau-Geborenen und die Jungfrau-Geborenen können Glück haben in die Liebe, Partnerschaft, kommt Stabilität oder eine neue Begegnung oder eine Versöhnung. Wo die Jungfrau-Geborenen etwas beengt fühlen, das ist die berufliche Situation. Und viele Jungfrau-Geborenen kränkt das auch momentan und kümmern um die Gesundheit, dass es ein Ausgleich da ist und das Wohlbefinden. Einige Jungfrau-Geborenen orientieren sich neu beruflich. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft, aber auch Beruf, Berufung. Und die Wagengeborenen stehen vor einer Veränderung, auch in einem Knotenpunkt im Leben und gerade bei diesem Wendepunkt ist wichtig die Orientierung und eine klare Entscheidung, ein Neuanfang. Die Wagengeborenen, viele Wagengeborenen stehen gerade in einem Neuanfang, auch in Beziehung, aber auch in der Liebe, Partnerschaft. Wichtig ist auch die klare Entscheidung und diesen Mut zu haben, das auch zu wagen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein wichtiges Thema. Liebe, Partnerschaft, da spiegelt etwas. Auch die Mondeinfluss, die Mondenergie, aber auch die Liebesenergie. Und das bedeutet für die Skorpiongeborenen nicht nur warten und das Zurücknehmen, zurückhalten, sondern rausgehen, mehr Aktivität. Und so kommt das im Fluss, so kommt das in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung, einer Veränderungsphase. Das kann in allen Bereichen passieren, Neuanfang beruflich, ein Umzug, eine neue Beziehung oder ändert sich ihre Einstellung. Sie stehen auch im Wendepunkt gerade in ihrem Leben und sie haben sehr schöne, gute Einflüsse gerade, was diese Veränderungen unterstützt. Auch gute Nachricht, Überraschung, schöne Gespräche und das in allen Richtungen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen, da müssen wir ein bisschen stehen bleiben. Erstens, hier bewegt sich der Schicksalsplanet Saturn, auch der Planet der Karma. Und Saturn steht heute in die schwarze Sonne. Was bedeutet diese schwarze Sonne? Diese, auch ein Knotenpunkt. In diesem Knotenpunkt steht gerade unser Schicksalsplanet. Die Planeten, dazu gehört auch Saturn, bewegen sie sich um die Sonne in ihren elliptischen Bahnen. Und es gibt in dieser Bewegung, in diesem Bahn, in diesem Planetenbahnen, einen Punkt, wo sehr nah zu der Sonne stehen. Das ist die Diamant. Und es gibt einen Punkt in ihrem elliptischen Bahnen, wo das weiteste Punkt aus der Sonne ausgesehen und das heißt der schwarze Sonne. Ich würde das gar nicht als die Weite betrachten, sondern in die Tiefe oder in die weite Vergangenheit. Saturn vermittelt Karma. Das ist in diesem Punkt, in diesem Energie, das ist nichts anderes als ein Schnittpunkt im Saturn-Umlaufbahn und hat einen Bezug zum Sonne. Es ist weit weg von der Sonne entfernt. Und hier in diesem Punkt geht es um Vergangenheit, karmischen Themen.
Was war, was können wir da rausholen? Das ist die schwarze Sonne, das ist alles im Verborgenen, das ist alles im Geheimen. Wie holen wir das raus ins Licht? Und das passiert jetzt gerade in Tierkreiszeichen Steinbock, trifft viele Steinbockgeborene, die wo Steinbock Aszendent haben, die die Mond im Steinbock haben und die wo gerade im karmischen Knoten erleben, wo karmischen Themen haben, Wassermann und Löwe. Also es löst sich etwas karmisch aus und hier in diesem Punkt, es ist so weit weg von unserem Leben, so weit liegt in Vergangenheit, in diese karmischen Erinnerungen. Und besonders bei den Steinbockgeborenen löst das karmische Erinnerungen aus. Und nicht nur das, bewegt sich diese Sehnsüchte und Wünsche, hat auch mit Liebe etwas zu tun. Mars steht auch in einer Verbindung zu der Lilith-Energie. Und das sind diese Sehnsüchte und Wünsche und Erinnerungen, aber auch davonlaufen, man traut es nicht zu. Eine ganz starke Liebesenergie und bei Mars natürlich trifft auch viele Männer, gerade die diese Sehnsüchte verspüren oder haben das Gefühl, oh, das ist eine karmische Verbindung und haben diese Sehnsucht nach die Herzensdame, die Männerherz wird hier aktiviert. Also im Allgemeinen auch, aber ganz stark spürbar gerade bei Steinbockgeborenen. Das spiegelt aber etwas auch bei den Krebsgeborenen. Also das sind karmische Themen, das ist die tiefe Gefühle, auch die Erinnerungen, karmische Erinnerungen und das ist eher die Männerherz, wo diese Sehnsüchte gerade verspüren. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, schöne Gespräche, Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen sind möglich, Neuanfang. Die Liebesenergie ist nicht die stärkste, unterstützende, gerade die Wassermanngeborenen. Sie haben eher Lernaufgaben, was die Liebe, Partnerschaft betrifft oder nur karmischen Themen. Die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert, bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Also Wassermanngeborenen haben auch karmische Themen. Bis eine Leichtigkeit kommt in die Liebe, die Wassermanngeborenen sollen warten, bis die Mond übergeht im Tierkreiszeichen eine Zwilling und dann kommt auch die Leichtigkeit in die Liebe oder die Bestätigung. Aber wo die Wassermanngeborenen Glück haben, das ist die Beruf, Berufung oder eine gute Nachricht, Veränderungen, Chancen, Möglichkeiten in diese Richtung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben eine Heilenergie. Sie leben ihre Träume, Visionen und das sollen sie auch bewusst wahrnehmen. Die innere Stimme ist aktiv, also entweder kommt ein Traumbild und das verstehen die Fischengeborenen oder eine Intuition und das sollen die Fischengeborenen auch wahrnehmen und es auch nützen. Und diese Liebesenergie wirkt natürlich hervorragend bei den Fischengeborenen und die Fischengeborenen können auch dieses Liebesritual, natürlich dieses Liebesritual machen, die Rosenquarz aufladen mit dieser Liebesenergie und als Amulett oder als Schutzstein tragen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht auch blitzschnell, weil ich beantworte auch diese E-Mails noch im selben Tag. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Ihren Fragen und ich beantworte das schnell. Und mein Honorar beträgt für diese Art von Beratungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.